Hallo und herzlich willkommen, meine Panzerfreunde da draußen. Hier ist wieder euer Shellhead mit einem neuen Video. Und die beiden, die wir hier vor uns sehen, die kennen wir ja schon. Die Power Rangers X Teenage Mutant Ninja Turtles Lightning Kollektion von Hasbro. Hasbro dann auch zum ersten Mal dabei in der Turtle-Welt. Und wie gesagt, von den beiden, die wir hier vor uns haben, habe ich bereits ein Video gemacht. Ist jetzt ein paar Wochen her. Die sollten eigentlich alle im Dezember erscheinen. Es gab die Vorbesteller. Hier zur Gegend, glaube ich, war das nicht so. Wir haben die beiden dann schon im Januar erhalten können. Und die anderen wurden dann erstmal auf April und Mai verschoben. In den Staaten waren sie zum Teil aber schon verfügbar. Und heute kann ich euch noch was zeigen. Denn schaut mal hier. Raphael und Tommy wären jetzt dabei. Aber so ein Video wäre ja nicht ganz so spannend, wenn wir hier nicht noch eine kleine Überraschung hätten. Denn Leonardo und Donatello sind nämlich auch mit dabei. Hier sehen wir das auch schon. Das Packaging ist in etwa das gleiche. Es ist sehr einfach gehalten. Es sind keine Gummibänder, Gummidrähte, sondern einfach nur in diese Plastik eingelegt, so wie das alle auch machen. Nur halt kann man das Ganze halt das gut auspacken. Man kann es auch wieder wunderbar einpacken. So, wir sehen auch schon hier oben die Wechselköpfe. Wir sehen das Zubehör. Das haben wir ja auf der Seite auch. Der Stil ist überall gleich. Und wir werden uns jetzt mal um Leonardo und um Donatello kümmern. Wir haben auch hier den Stil ähnlich gehalten. Necker macht das auch mit einem kleinen Bild an der Seite. Hier haben wir ein recht, ein Artwork, was gern in die Richtung geht von den Comics, die wir hier auch im Hintergrund schon sehen. Ich habe noch einige mehr da. Ich habe jetzt die erstmal nur in den Hintergrund gestellt. So, wir haben hier die Seite mit Donatello in dem schwarzen Kostüm. Hier hinten nochmal. Schönes Artwork, einfach gehalten. Ich finde es trotzdem klasse. Auch wenn die Fangemeinde davon nicht so wahnsinnig begeistert ist. Ich finde diese Crossover-Geschichten immer sehr gut. Klappt nicht immer. Kommt auch ein bisschen auf den Zeichenstil an. Bin im Allgemeinen kein großer Fan von Animes. Aber hier muss ich sagen, hat das wunderbar funktioniert. Ja, und dann würde ich mal sagen, packen wir das Ganze mal aus und schauen mal rein. So, frisch aus der Verpackung. Starten wir mal wieder mit dem Inhalt. Wir haben hier den Hintergrund, den wir auch schon bei dem anderen Paket gesehen haben. Das ist hier genau derselbe. So, dann haben wir hier den Innenteil. Wir sehen hier das ganze Zubehör. Wir sehen hier die Wechselköpfe. Sind auch sehr unterschiedlich, das finde ich sehr schön gemacht. Wir haben hier Donatello, der, ja, wie soll man es sagen, eine eher überraschenden, aufregenden Blick hat. Leonardo ist ganz klassisch konzentriert. Wir haben links und rechts die Wechselhände. Wir haben unten die Waffen von Leonardo. Wir haben oben rechts die Waffen von Donatello. So, und hier sind die beiden auch schon. Wie Michelangelo und April stehen die beiden Figuren hier wirklich wunderbar. Wir können ja mal ein wenig näher rangehen. So, dann lassen wir Donny erstmal hier hinten stehen. Wir starten mit Leonardo. Wir haben viermal die, also wir haben jetzt erstmal die zweite und die dritte Figur, haben wir hier die gleichen Figuren. Wir haben die gleichen Arme sowie Beine. Die Teile sind also alle identisch. Wir sehen aber hier schon den Unterschied, dass bei dem Gürtel das auf der Seite übergeht. Wir haben eine sehr angenehme Bewegung. Wir haben hier auch diese Butterfly-Gelenke, die natürlich nicht ganz so zur Geltung kommen, weil der Panzer links und rechts stört. Wir haben die Doppelgelenke auch hier in den Beinen. Wir sehen es hier nochmal. Noch ein bisschen fest. Panzer, auch hier wieder wie bei Michelangelo, diese Schildform sieht trotzdem schick aus. Halfter haben wir noch hier hinten. Bewegen tut er sich wunderbar. Wir haben auch hier wieder diesen kleinen Einschnitt. Hier sehen wir es nochmal in dem Panzer. Der Gürtel versteckt das ganz gut, damit wir eben auch diese Bewegung machen können. So, stellen wir ihn mal wieder hin. Hier haben wir Donatello
im schwarzen Kostüm. Auch hier die Teile bis auf den Kopf gleich. Gürtel ist hier nochmal gedreht. Auch hier hinten für den Bowstaff im Eigentlichen. Hier ist es dann wohl die Bow-Axt. Auch hier die Teilung. Also alles ziemlich identisch. Bewegen tun sie sich gut. Wir können auch wirklich wunderbar mit diesen Figuren posen. Wir haben auch hier die Möglichkeit, richtig weit auseinander zu gehen. Ja, sportlich. Das lässt natürlich eine ganze Menge mit sich machen. Steht natürlich jetzt nicht so gut, aber wir haben, wie auf den Bildern auch zu sehen, eine wirklich super Möglichkeit, hier mit den Figuren was anzufangen. So, dann kommen wir gleich mal zu dem Zubehör. Stelle Donatello erstmal nochmal richtig hin. Na, lass die Beine gut durchdrücken. So, also wir haben die Axt, die etwas größere, die etwas kleinere für Donatello. Wir haben zweimal dieselbe Größe an Schwertern für Leonardo. Wir haben hier noch diese Blitz- und Feuereffekte. Und wir haben natürlich Wechselkopf Nummer 1, Wechselkopf Nummer 2. So, dann probieren wir das auch gleich mal aus. Köpfe gehen gut ab. Wir haben auch hier nochmal ein kurzes Gelenk. Klack. Bei Donatello fällt mir auf, dass die Schultern etwas höher kommen. So geht der Kopf etwas tiefer. Sieht auch sehr schick aus. So, Leonardo. Auch hier recht simpel. Und auch, okay, Bandana bleibt ein bisschen hängen, wenn man hier dreht. Aber nur ein bisschen. Nicht schlimm. Panzer lässt sich auch zusätzlich noch ein bisschen bewegen. Gibt einen wirklich schönen Look her. So, dann können wir hier hinten auch die Schwerter direkt reinmachen. Das sieht auch richtig schick aus. Muss wirklich sagen, bin ein großer Fan von der Geschichte. Ich fand die Comics absolut großartig. Und jetzt mit dem Spielzeug hier zusammen, da hat Hasbro wirklich was Schönes gemacht. Ein einfaches, sanftes Material gibt es hier. So passt die Axt hier wunderbar rein. Hier haben wir noch die Möglichkeit, das auszurüsten. Um das Ganze mal noch ein wenig mit anderen Figuren zu vergleichen, hätte ich hier jetzt mal noch einen Leonardo aus, also die Movie Star Turtles. Ja, auch hier, die heutigen Figuren sind alle deutlich größer geworden. Sie sehen trotzdem kräftig genug aus. Es ist nicht so, dass sie irgendwo da Abstriche machen mussten. Hier mal noch von Playmates von 2012 ein Leonardo. 2003, Entschuldigung. Und ein wirklich guter Vergleich, dass wir auch mal den Größenvergleich hier haben. Ja, und dann kommen wir schon wieder zum Ende vom Video. Wir haben jetzt hier die Teenage Mutant Ninja Turtles X Power Rangers Hasbro Lightning Kollektion. Wir haben eine angenehme Kombination aus Zubehör, was gut sich austauschen lässt. Wir haben Hände da zum Wechseln, wir haben die Köpfe da, wir haben auch diese schönen Effekte hier. Das kriegen sie wirklich gut hin. Das sieht wirklich schön aus. Und ich bin sehr begeistert, dass das wirklich umgesetzt wurde. Da gibt es ja dann doch so viel Potenzial, was dann immer irgendwo im Keller liegen bleibt. Und die haben das wirklich hier in der Hand genommen und haben was Schönes gemacht. Ich hoffe, es verkauft sich auch gut, dass Hasbro da auch schön was von hat. Ich bin ein wirklich großer Fan davon. Und bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen, dass ihr vielleicht auch Fan davon seid. Ich habe es bei eBay wiedergefunden. In Deutschland sogar bei einem Händler. Wer also Lust hat, der sucht mal, kauft die sich. Sind nicht unbedingt billig, aber hey, ich bin ungeduldig, ich kaufe das immer gern. Und dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann vielleicht bis bald mal wieder. Bevor wir aber jetzt zu unserem klassischen Ende kommen, gibt es natürlich noch, wenn schon mal alle Figuren da sind, auch noch einen richtigen Vergleichstest. Wir haben hier Tommy, wir haben hier April. Bleib stehen.
im Pink Ranger Kostüm. Hier gibt's Raphael aus Teil 3 mit Tommy zusammen. Hier haben wir Michelangelo, Donatello im schwarzen Kostüm und der Anführer darf natürlich nicht fehlen. Hier gibt es noch Leonardo. Also, die beiden waren in einem Paket. Der separat. Wenn wir jetzt uns die beiden mal anschauen, haben wir eigentlich bis auf den Gürtel vorne eine nahezu identische Figurenkombination. Anders wäre dann nur noch der Helm. Bei den beiden hinten ist klar, das sind Menschen, die sind unterschiedlich aufgebaut. Einmal Mann, einmal Frau. Da geht das Ganze natürlich nicht. So, wir haben jede Menge Zubehör. Wir haben Wechselköpfe, Schrägstrich Helme. Wir haben Waffen, wir haben Effekte. Also da ist wirklich eine ganze Menge dabei. Wer also Lust hat auf ein schönes Diorama mit diesen Turtles als Power Rangers verkleidet oder gemorpht, der kann jetzt offiziell zugreifen. Bei eBay gibt es die Shredder, fehlt noch, soll Ende des Monats kommen, aber ich bin mir sicher, der kommt auch bald zur Kollektion dazu. Und ansonsten danke nochmal fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart und dann nochmal einen schönen Tag und eine entspannte Zeit für euch.